Habt ihr das noch erlebt, dass ihr am Dienstag nach Pfingsten ab 12 Uhr Feierabend hattet? Ich nicht. Aber das gehörte zur Tradition, denn danach ging es in den Frankfurter Stadtwald, um den Frankfurter Nationalfeiertag zu beginnen. Den Wäldchestag? Das Volksfest rund um den Wäldchestag ist seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bekannt. Doch es gab schon früher ähnlich gelagerte Frühlingsfeste am 3. Pfingsttag in Frankfurt. So ist beispielsweise seit dem 14. Jahrhundert ein Zunftfest der Bäcker auf der ehemaligen Frankfurter Pfingstweide bekannt. Und dann gab es da noch den Küthans, bei dem die Viehmärkte und Hirten in einem fröhlichen Umzug das Vieh der Bevölkerung zur Sommermast in den Stadtwald trieben. Ein weiterer Anlass zum Feiern fand sich im Rahmen der alljährlichen Holzzuteilung an die Bürgerinnen und Bürger Frankfurts. Das anschließende Fest stellte danach den gemütlichen Teil dar und dafür brachten sich alle, die es am besagten Wäldchestag in den Stadtwald zog, Essen und Trinken von zu Hause mit, so dass quasi ein großes Picknick veranstaltet wurde. Daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit ein größeres Volksfest, das bereits 1868 mit rund 25.000 Besucherinnen und Besuchern aufwarten konnte. Anstelle von Selbstversorgung gab es immer mehr gewerblichen Ausschank und zunehmend spielte das Volksfest eine populäre Rolle im Frankfurter Kulturleben. Ein wichtiger Meilenstein dabei, die Frankfurter Waldbahn ab 1889, die Besucherinnen und Besucher über Sachsenhausen unmittelbar an das Festgelände heranführte. Im Ersten Weltkrieg und in den ersten Jahren danach fiel kriegs- und inflationsbedingt der Wäldchestag aus. Erst 1925 kam es zu einer Neuauflage, bis 1933. Denn da wurde der von den Nationalsozialisten zum Tag der Volksgemeinschaft umgewidmet und bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs begangen. Nach 1945 war der Stadtwald dann so voll von Blindgängern, dass das Areal ein ziemlich gefährlicher Aufenthaltsort geworden war. Als Alternative präsentierte die Stadt dann den Römerberg als neuen Ort des Wäldchestags. Aber der wurde von der Bevölkerung nicht angenommen, denn sie wollten wieder in ihr Wäldchen. Und so machten sich dann auch viele auf eigene Faust auf in den Frankfurter Stadtwald. Der Wald, der wurde daraufhin von Blindgängern befreit und am 30. Mai 1950 kam es schließlich genau dort zum ersten offiziellen Nachkriegs-Wäldchestag. Seit den 1960er Jahren öffnen die Schaustellerbuden und die Fahrgeschäfte bereits über das Pfingstwochenende. Und in den Jahrzehnten danach kamen immer mehr Jahrmarktsgeschäfte hinzu. Das kulinarische Angebot, das früher vor allem aus Bratwurst, Handkäse und Brezeln bestand, öffnete sich zunehmend auch der internationalen Küche. Und auch wenn längst die meisten Unternehmen ihren Angestellten nicht mehr freigeben, um am Nachmittag auf den Wäldchestag zu ziehen, so gehört das Fest zur Tradition der Stadt. Und in dem Fall könnte man doch auch nach Feierabend mal wieder mehr zu den Wurzeln gehen, oder? Zum Beispiel ab heute Nachmittag, denn dann findet der Wäldchestag bis kommenden Dienstag endlich wieder statt. Wir sehen uns, oder? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!